Hallöchen Leute, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und falls ihr noch nicht kennt, hi, ich bin Paula und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich weiß ja, dass ziemlich viele von meinen Zuschauern noch ein bisschen jünger sind, besonders auf TikTok und ich kriege da wirklich tagtäglich Kommentare und Nachrichten, dass ich unbedingt mal ein Make-up-Tutorial für Anfänger schminken soll, gute Produkte für Anfänger herzeigen soll und besonders günstige Produkte herzeigen soll. Und heute ist es endlich soweit. Das heißt, das ist jetzt ein Video ganz zu dem Motto Make-up für Anfänger. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt wegklicken müsst, wenn ihr kein Anfänger mehr seid. Wer weiß, vielleicht lernt ihr noch irgendwas dazu oder vielleicht entdeckt ihr doch irgendein Produkt, das ihr noch nicht habt und vielleicht mal ausprobieren wollt. Und ja, ich mache mir jetzt auf den Weg zur Drogerie. Dort werde ich euch ein paar Produkte zeigen und vorstellen. Mit denen schminken wir dann gleich noch einen Look. Und die Produkte werde ich auch alle kaufen, aber nicht für mich, sondern für euch. Und so werde ich am Ende des Videos noch so eine kleine Verlosung starten, wo ich so ein kleines Anfängerpaket an euch verlose. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal shoppen. Ich bin jetzt einfach mal zum Müller gegangen, weil die hier die größte Auswahl haben, damit ich auch alles finde. Und ich bin direkt zu meinen Lieblingsmarken, Catrice und Essence. Hihi. Wir starten auch direkt mit Primer und da kann ich euch echt die von Catrice empfehlen. Mein Lieblingsprimer ist dieser hier, das ist der Tensational. Ich habe den natürlich schon, aber der kommt in die Verlosung. Ich muss zugeben, ich verwende nicht so oft Primer, aber wenn ich einen verwende, verwende ich halt den wirklich sehr gerne. Das ist halt so ein richtig coolen Primer, den man auch zum Beispiel ohne Foundation tragen könnte, weil der hat so eine ganz, ganz, ganz geringe Deckkraft, eigentlich fast gar nichts. Aber irgendwie so die Haut sieht einfach ein bisschen besser aus, wenn man den aufträgt. Ich würde sagen, besonders für Anfänger ist ein Primer wirklich kein Muss. Aber wenn ihr zum Beispiel extrem trockene Haut habt oder extrem große Poren oder sowas, dann kann das wirklich helfen. Ihr müsst halt nur einen Primer finden, der wirklich zu eurem Hautton passt. Und das Praktische an dem hier ist, dass der halt wirklich für alle Hauttypen gut ist. Weiter geht's mit Foundation. Catrice hat nicht nur gute Primer, sondern auch Foundations und Concealer. Und ich meine, für diesen Preis ist diese Foundation wirklich mega gut. Das heißt, die kommt jetzt auch mit. Ich weiß, für die Verlosung ist das ein bisschen doof mit den verschiedenen Farben. Aber wenn die nicht passt, kann man die einfach verschenken an Freunde oder Familie. Und es wird schon irgendwie passen. Das hier war wirklich eine meiner ersten Foundations. Ich habe die damals schon geliebt, liebe sie noch immer. Die deckt halt richtig gut ab. Sieht schön auf der Haut aus. Das Einzige, was ich nicht so an der mag, ist, dass es keinen richtig hellen Ton davon gibt. Also der hellste Ton ist noch immer ein kleines bisschen zu dunkel für mich. Aber ansonsten ist die wirklich top. Wie ihr sehen könnt, trage ich die mit einem Schwamm auf. Ich meine, man kann es auch mit einem Pinsel auftragen. Ich mag einfach Schwämme lieber. Und ich glaube, das ist auch für Anfänger eher leichter, weil man da halt keine Streifen oder sowas bekommt. Und mit dem Verblenden beginne ich immer an den Stellen, wo ich am meisten abdecken will. Bei mir sind das zum Beispiel die Wangen, weil ich da Rötungen habe. Und mit dem Rest, der am Schwamm ist, gehe ich dann nach unten, weil da unten zum Beispiel brauche ich nicht so viel Deckkraft. Und ich will halt auch keine Make-up-Linien bekommen. Der Concealer ist jetzt wieder von Catrice. Wie ihr seht, ist das eine meiner absoluten Lieblingsmarken. Und zwar ist das der Liquid Camouflage Concealer. Aber es gibt auch von Essence einen Concealer, den ich euch sehr empfehlen kann. Und zwar ist es der Camouflage Plus Matt Concealer. Ich nehme jetzt einen für mich und einen für euch. Also die zwei Concealer sind wirklich extrem gut und extrem günstig und ich würde auch sagen, dass beide sehr gut für Anfänger sind, weil sie beide zwar schon relativ gut abdecken, aber trotzdem noch natürlich aussehen. Den Catrice Concealer verwende ich seit Jahren und ich verwende ihn eigentlich fast täglich. Den Essence Concealer habe ich einmal getestet gehabt. Ich war mir damals nicht ganz sicher, ob ich den so gut finde. Dann habe ich den irgendwie aus den Augen verloren und habe mir den letztens wieder gekauft, habe den wieder verwendet und ich war auf einmal so begeistert. Ich verwende heute mal wieder den von Essence. Und ich bin so eine Person, ich trage gerne sehr viel Concealer, weil ich auch, man sieht es jetzt vielleicht nicht so wegen den Lichtern, aber ich habe eigentlich ziemlich starke Augenringe. Die mag ich halt gerne abdecken und sonst setze ich auch gerne so Highlights. Also ich verwende halt immer einen helleren Concealer und highlighte zum Beispiel mein Kinn und meine Stirn und so weiter. Und das mache ich halt alles mit meinem Concealer. Das heißt, ich trage den erstmal unter meinen Augen gerne auf. Dann trage ich ein bisschen was auf meinem Kinn auf und hier auch. Und ein bisschen was auf meiner Stirn. Das Ganze verblende ich natürlich wieder mit meinem Schwämmchen. Und ein guter Tipp bei Concealer ist, das Ganze nicht zu flächenhaft zu verblenden, wie bei der Foundation, wo man wirklich so über alles drüber blenden möchte, sondern eher so eintupfen, weil dann bleibt viel von der Deckkraft übrig. Besonders hier unter den Augen habe ich das früher immer viel zu krass verblendet. Also ich habe das immer bis so hier nach unten gezogen. Und dann habe ich mich gewundert, warum noch immer meine Augenringe so durchscheinen. Was Puder angeht, mag ich sehr gern von Maybelline dieses Superstay. Ich weiß, es ist ein bisschen teurer, aber ich habe leider noch keine günstigere Alternative gefunden. Schaut mal, das ist euer Puder und das hier ist einfach mein Puder. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Ich mag das sehr gerne, weil mir das zusätzlich noch so ein bisschen Deckkraft gibt und alles schön mattiert.
und ich trage das einfach mit einem großen fluffy Pinsel auf. Ich würde euch auch raten, Puder eigentlich fast nur auf den Stellen aufzutragen, wo ihr das auch wirklich braucht. Also an Stellen, wo sich Sachen absetzen oder ihr schnell ölig werdet. Mein Problem ist, dass ich am ganzen Gesicht ölig werde. Das heißt, ich brauche überall Puder. Ich finde, Catrice hat wieder richtig gute Augenbrauenprodukte. Die haben voll viele verschiedene Sachen und ich finde diese neue Augenbrauenmascara richtig gut. Und wenn man seine Augenbrauen lieber natürlich trägt und so ein bisschen in Form bringen möchte, dann finde ich diesen Lash Brow Designer perfekt. Ich verwende jetzt das färbige Augenbrauengel und ich sag's euch, Leute, wenn ihr eure Augenbrauen nicht perfekt hinbekommt, dann macht euch keine Sorgen. Wenn ihr wüsstet, wie ich früher meine Augenbrauen gemacht habe, ist das wirklich eine Katastrophe. Aber ich kann wirklich besonders für Anfänger ein Augenbrauengel empfehlen. Das macht das Ganze so viel einfacher. Aber schaut mal, das hier ist mit Augenbrauengel und das hier ist ohne. Und ich finde, das macht schon mal einen richtig krassen Unterschied. Und es hat einfach gerade so 20 Sekunden gedauert. Von Bronzer und Blush hat wirklich Essence die besten. Ich liebe diese Sun Club Bronzing Powder und diese The Blush. Ich habe jede einzelne Farbe. Den Bronzer habe ich auch schon wirklich extrem lange. Und ich mag den sehr gerne, weil er nicht so stark pigmentiert ist. Das heißt, man kann da ordentlich reingehen und das schön aufbauen. Und er riecht nach Kokosnuss. Und wenn ich euch den größten Tipp für Bronzer geben kann, ist es weniger ist mehr. Das heißt, vielleicht auch lieber einen größeren, softeren Pinsel verwenden, so wie ich hier, und schön verblenden und am besten immer nach oben verblenden. Und beim Blush ist es nicht so wie beim Bronzer mit weniger ist mehr. Bei Blush heißt es mehr ist mehr. Okay, eigentlich stimmt das nicht, aber ich finde Blush einfach so süß. Das heißt, ich gebe gerne ein bisschen mehr Blush drauf, aber das ist auf jeden Fall Geschmackssache. Ich gebe auch gerne ein bisschen was auf die Nase. Und man kann den Blush auch bis hier nach oben zu den Augenbrauen verblenden, dann sieht man angeblich jünger aus. Zumindest habe ich das in meiner Make-up-Schule gelernt, aber keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Diese Highlighter von Catrice sind einfach der Wahnsinn. Ich liebe diese Morning Glow Highlighter und den High Glow, aber für euch nehme ich jetzt diesen hier mit. Ich verwende jetzt den Morning Glow Highlighter. Meiner ist in der Farbe 010. Den trage ich mit so einem bisschen kleineren Pinsel auf. Ich war früher obsessed mit Highlighter und ich meine, schaut mal, wie wunderschön dieser Highlighter ist. Oh mein Gott. Ich finde halt, Highlighter kann so richtig geil aussehen, besonders auch auf Fotos und Videos. Also wenn ihr mal ein Fotoshooting macht oder so im Club coole Fotos machen wollt oder irgendwie sowas, dann tragt auf jeden Fall Highlighter, weil wenn dann so der Blitz kommt, dann sieht das mega aus. Ich liebe noch immer den Highlighter auf der Nase. Ich finde, das sieht so süß aus. Und dann hier oben ein bisschen. Oh, ich bin schon wieder bei Catrice. Was für ein Zufall. Und zwar finde ich, dass sie auch richtig gute Lidschattenpaletten haben, zum Beispiel diese Pro-Paletten. Aber meine Lieblingspaletten sind diese 5-in-a-Box. Und ich nehme euch die schönsten Farben mit. In diesen Mini-Eyeshadow-Palettes sind zwar nicht so viele Farben drin, aber man kann trotzdem einen super neutralen und wunderschönen Glam-Look damit schminken. Immer bevor ich einen Lidschatten-Look schminke, verwende ich Lidschatten-Primer, weil dann der Lidschatten länger hält, der setzt sich nicht so schnell ab und die Farben sind ein bisschen pigmentierter und stärker. Ich schminke jetzt einen wirklich extrem simplen, soften, süßen, einfachen Look damit. Und zwar verwende ich erstmal diesen mittleren Braunton. Dann beginne ich, den Lidschatten dorthin zu tupfen, wo ich ihn gerne haben möchte. Und mit einem großen, fluffigen Pinsel verblende ich jetzt das Ganze. Wenn man einen Lidschatten verblendet, sollte man am besten so leicht wie möglich aufdrücken. Also wirklich nicht drücken, sondern nur drüber streichen. Dann bekommt man nämlich einen richtig schönen, soften Übergang. Dann kommt noch ein bisschen was von dem Lidschatten unter die Augen. Und mit meinem Finger trage ich jetzt diesen wunderschönen Gold-Champagner-Ton auf. Wow, okay, der ist wirklich stark pigmentiert und der ist wunderschön. Bei Eyeliner hat vor kurzem Essence einen neuen rausgebracht, den Liquid Ink in Braun, und der ist mega. Seit ich diesen Eyeliner habe, trage ich eigentlich fast nur noch braunen Eyeliner. Ich finde, das steht mir einfach um einiges besser. Der hat auch eine richtig schöne dünne Spitze, mit der man super gut präzise malen kann. Eyeliner ziehen ist natürlich extrem schwer. Da tun sich nicht nur die Anfänger schwer, da tue ich mir selber auch noch immer schwer. Aber ich glaube, das Wichtigste beim Eyeliner ist wirklich die Übung. Ich setze meinen Eyeliner immer hier an und ziehe den dann hier raus. Und das ist dann so meine Grundlinie und daran orientiere ich mich dann immer. Der schwierigste Teil ist natürlich, die zwei Eyeliner symmetrisch hinzubekommen. Und ich muss sagen, das ist so der Teil, wo ich immer noch so ein bisschen struggle. Ich versuche dann immer so gerade in einen Spiegel reinzuschauen, den anzusetzen und dann bestmöglich das so nachzumalen. Der Eyeliner ist ganz gut gelungen, habe ich nochmal Glück gehabt. Und jetzt geht's weiter mit meinem Lieblings-Make-up-Produkt und zwar Mascara. Okay, okay. Meiner Meinung nach ist noch immer eine der besten Mascaras die Lash Princess, die grüne von Essence. Ich mag aber auch von Catrice die neue Lift-Up-Mascara sehr gern.
Und ich liebe die Sky High Mascara von Maybelline, aber die ist immer ausverkauft. Ich verwende jetzt mal wieder die Lash Princess Mascara. Ich habe die jetzt schon ewig nicht mehr verwendet, weil meine leider ausgetrocknet ist. Ich hatte davon eigentlich schon richtig viele. Aber ja, man sollte eigentlich Mascaras alle 3 Monate, glaube ich, wegwerfen. Ja, ratet mal, wer das nicht macht. Bevor ich Mascara auftrage, verwende ich auch immer gern eine Wimpernzange. Ich würde aber auf jeden Fall aufpassen, besonders wenn ihr die zum ersten Mal verwendet. Man kann damit wirklich seine Wimpern ausreißen und man ist einfach so nah am Auge und das ist so eine sensible Stelle, also wirklich vorsichtig sein. Das heißt, ich klemme jetzt hier meine Wimpern ein und dann biege ich sie ein bisschen nach oben. Durch die Wimpernzange bekommen halt die Wimpern ein bisschen mehr Schwung. Das heißt, wenn man sehr gerade Wimpern hat, dann kann man die nach oben biegen und meine Wimpern sehen dadurch halt um einiges länger aus. Ich würde sagen, Mascara ist auch so Geschmackssache. Zum Beispiel diese Mascara hier haben ja sehr viele Leute, die kennt ihr bestimmt, oder? Und es gibt Leute, die die lieben, so wie ich. Und es gibt Leute, die die hassen, weil die halt sehr so dramatisch ist, würde ich mal sagen. Also da kriegt man halt richtig so schwarze, dicke, lange Wimpern. Und viele mögen es halt eher natürlicher. Ich bin eher die Sorte, die so richtig so Spinnenbeine mag. Heute trage ich aber nicht ganz so viel auf, weil ich klebe gleich noch falsche Wimpern drauf. Ich finde, Lashes kaufen in der Drogerie war voll lange Zeit voll schwer, bis Essence sich dachte, wir bringen einfach die geilsten Lashes ever raus. Also ich finde wirklich, dass sich Essence mit denen selbst übertroffen hat. Die sind wirklich eine der schönsten Wimpern, die ich je gesehen habe. Die sind wirklich wunderschön, die könnten eigentlich auch 30 Euro kosten und ich würde sie trotzdem kaufen. Und während ich versuche, jetzt diese Box aufzumachen, wollte ich noch kurz etwas erklären, damit es kein Missverständnis gibt. Und zwar, ihr denkt euch vielleicht gerade so, Paula, das ist kein Make-up für Anfänger. Kein Anfänger klebt sich falsche Wimpern drauf. Also das ist mir natürlich klar. Ich würde sagen, so für einen richtigen Make-up-Anfänger wäre es wahrscheinlich am besten, wenn man nur so ein bisschen Concealer, vielleicht Augenbrauengel und ein bisschen Mascara oder sowas trägt. Aber ich wollte halt das Video so für euch gestalten, dass ich euch wirklich für jeden Make-up-Schritt so ein paar Produkte zeige, die ich gut und günstig finde und dann noch gleichzeitig so ein bisschen erkläre oder zeige, wie ich die anwende. Das heißt, ihr habt sozusagen in diesem Video jeden einzelnen Schritt erklärt und für jeden einzelnen Schritt ein Produkt. Ich wollte das halt kurz mal gesagt haben, damit es dann später kein Missverständnis gibt oder so. Die Lashes sind jetzt offen und ich klebe die zusammen mit euch auf. Ich habe auch vor kurzem einen TikTok gepostet, wo ich erkläre, wie man falsche Wimpern aufklebt. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen mehr ins Detail das erklärt haben wollt, dann schaut euch auf jeden Fall das TikTok an. Das verlinke ich euch noch unten. Aber ich demonstriere jetzt nochmal kurz im Schnelldurchlauf, wie ich die mal aufklebe. Zuerst würde ich die mal abmessen. Die hier sind auf jeden Fall zu lang, dann schneide ich sie gleich noch ein bisschen ab. Ich kürze die Lashes immer am hinteren Ende, also da, wo sie am längsten sind. Wenn die dann fertig gekürzt sind, verwende ich Wimpernkleber. Ich habe den Duo in Grün. Von dem trage ich da so eine relativ dünne Schicht auf. Und dann lasse ich das immer so 30 Sekunden bis eine Minute ein bisschen so eintrocknen. Dann nehme ich mit ihr auf eine Pinzette. Ich finde, mit einer Pinzette geht das eindeutig am einfachsten. Ich schaue nach unten und zuerst klebe ich die mal in der Mitte an. Und dann vorne und hinten natürlich auch noch. Okay, wow, die sind wirklich schön. Ich glaube, das sind meine neuen Lieblingswimpern. Und wenn die dann halbwegs trocken sind, nehme ich mir nochmal die Pinzette und ganz vorsichtig bitte, ich zwicke sozusagen meine echten Wimpern mit den falschen Wimpern nochmal so zusammen. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen natürlicher aus und hält auch besser. Ich mag die Lippenstifte von NYX voll gerne, die auf TikTok viral gegangen sind. Leider sind die fast ausverkauft. Immer die TikTok-Produkte sind ausverkauft. Aber ich nehme jetzt einfach die eine Farbe, die noch übrig ist. Das sind die Shine Loud Lippenstifte. Und von Essence dürfen natürlich Lippenprodukte auch nicht fehlen. Zum Beispiel die berühmten Shine Lip Gloss. Ich liebe die. Ich habe mir letztens alle Farben von denen gekauft. Aber meine Lieblingsfarbe ist die hier und zwar in der Farbe 201. Der Juicy Bomb muss natürlich auch mit. Ich meine, der kostet einfach 95 Cent. Ich mag am meisten den roten hier. Und den Glimmer Glow Lippenstift kennt ihr bestimmt auch schon von TikTok. Das ist der, der so glitzert und dann pink wird, wenn man den aufträgt. Das sind die NYX Shine Loud Lippenstifte. Und ich hatte sogar dieselbe Farbe zu Hause. Die habe ich nämlich auch geschenkt bekommen. Und die ist natürlich ein bisschen gewagt jetzt. Aber ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Ich finde es bei dem halt so praktisch, dass der wirklich nicht abgeht. Also ich habe mit dem schon gegessen und alles Mögliche und der ist komplett oben geblieben. Und der hat auch eine richtig schöne und große Farbauswahl, wenn er gerade nicht komplett ausverkauft ist. Da kommt jetzt auch noch der Versiegelungsgloss drüber, weil mit diesem Gloss ist er dann auch komplett angenehm zu tragen. Und ich weiß, ich habe jetzt schon Gloss auf den Lippen, aber ich gebe trotzdem noch ein bisschen was von diesem Juicy Bomb drauf, einfach weil der so unglaublich gut riecht. Und zum Schluss noch mein Lieblings-Setting-Spray ist von NYX. Und zwar ist es dieses schwarze hier und zwar ist es das Matte Finish. Damit dieses wunderschöne Make-up noch so lang wie möglich hält, verwende ich jetzt noch ein paar Sprühe von diesem Setting-Spray.
Und hier haben wir jetzt auch schon den fertigen Make-up-Look geschminkt mit perfekten Produkten für Anfänger. Ich würde sagen, ich rede jetzt nicht lange um den heißen Brei herum und zeige euch einfach mal eure Gewinnerbox. Und zwar verlose ich ja, wie gesagt, eine ganze Box voll mit dem gesamten Make-up, das ich heute auch verwendet habe und noch ein paar extra Sachen. Hier ist für jeden einzelnen Make-up-Schritt mindestens ein Produkt drin. Das heißt, wenn ihr noch gar kein Make-up zu Hause habt, habt ihr jetzt schon alles, was ihr eigentlich braucht. Und selbst wenn ihr schon Make-up-Liebhaber seid, dann könnt ihr bestimmt auch viel mit den Produkten anfangen. Also es kann wirklich jeder mitmachen, der Lust hat. Und die Teilnahmebedingungen sind, dass ihr mich hier abonniert, einen Daumen nach oben gebt und mir in den Kommentaren verratet, wie euch dieses Video gefallen hat und was ihr eventuell noch in der Zukunft für Videos sehen wollt. Und das war's auch schon wieder. Also einfach nur folgen, liken und kommentieren und dann seid ihr auch schon automatisch bei der Verlosung dabei und in einer Woche werde ich dann den Gewinner kontaktieren. Und ja, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, der ein oder andere konnte vielleicht etwas lernen. Falls jemand die Produkte nachkaufen möchte, habe ich natürlich alle für euch unten verlinkt. Und ja, ich verabschiede mich, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche beim neuen Video.